Hallo und herzlich willkommen bei Understanding Dogs, deiner Hundeschule mit Herz und Verstand. Was machst du denn hier, du Wurst? So, ihr habt in den Kommentaren eine Frage gestellt, beziehungsweise die Frage wurde mir eigentlich, glaube ich, schon öfter gestellt. Ich muss mal eben. Und zwar: Mein Hund spielt und beißt mit der Leine, was kann ich tun? Ja, was kannst du tun? Also, zum einen, guck dir mal das Video an, wo ich mit Sunny, als sie ganz klein war, Leinführigkeit geübt habe. Ich habe sie relativ viel mit Leckerchen geübt. Das kann man so auch mit einem großen Hund üben. Und das Tolle ist, wenn der Hund mit dem Kopf beim Leckerchen ist, am Anfang, ne, das baut man dann später ab, aber am Anfang, dann denkt er gar nicht daran, in die Leine zu beißen, weil er so auf was anderes fokussiert ist, dass er die Leine völlig vergisst. So, dann gibt es noch so ein paar andere Sachen, und zwar hat die gerade ein Halsband an, ja. Wenn du die Leine dran hast und du hast jetzt einen Hund, wo die Leine immer runterhängt, quasi so. Das passiert oft bei Welpen, wenn das Halsband sehr locker ist und der Karabiner sehr schwer ist. Dann bammelt es hier immer so, ne, bei Welpen gerade, bammelt das so vor der Nase rum. Nee, du musst jetzt mal kurz hier bleiben. Bammelt das so vor der Nase rum und dann passiert genau, was sie jetzt macht, ne? Dann beißen sie da irgendwann rein. Die ist gerade in mega Spiellaune, Sunny. Also, ich zeig's nochmal, ne? Das bammelt hier unten rum und dann beißt der Hund da rein. Das heißt, wenn ihr euren Hund führt, dann versucht mal, den D-Ring mit Karabiner oben zu lassen. Also, dass der Hund da gar nicht so rankommt. Eine andere Möglichkeit ist einfach ein Geschirr zu nehmen. Und zwar, ja, wie soll ich das denn jetzt da dran kriegen? Ha? Mach mal aus. Sie hat jetzt dieses hier. Da ist halt dasselbe, ne? Wenn ihr hier die Leine dran habt, zack, dann kommt der Hund da viel weniger gut dran, als wenn die ständig vor seiner Nase bammelt. Und natürlich ist es auch so, dass ihr dem Hund gerne deutlich sagen dürft, dass er das nicht soll mit diesem Reingebeiß in die Leine. Also spielt grundsätzlich nicht mit der Leine rum. Mit dem Hund, ne? Also nicht irgendwie sowas so wie, wie ist das witzig. So, ne, dann würde sie auch in die Leine beißen. Also selbst obwohl sie es ja eigentlich nie macht, könnte ich es ihr jetzt noch beibringen, indem ich sie einfach so andaddel. Ne? Also Leine ist von vornherein tabu. Und wie gesagt, wenn ihr den Hund so aufbaut, wie ich das gemacht habe mit ihr, also von vornherein so, dass die Leine gar keine Rolle spielt, weil sie einfach mit ganz was anderem beschäftigt ist, dann ist es eigentlich von vornherein kein Problem. Und das könnt ihr auch noch mit älteren Hunden so üben. Ne? Das dauert dann ein bisschen länger, bis sie das begriffen haben, als es beim Welpen der Fall ist. Aber im Grunde wird die Übung genauso aufgebaut. Gut. Kurze Frage, kurze Antwort. Das war's, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen.